Und springt. Das ist ein Problem. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the five archstones will connect into the Nexus. Wo? Gestorben. Du bist gestorben und kannst deine Seele im Nexus werfen. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es kommen wird. Okay, danke. Genau. Und das Bild ist wieder weg. Jo, aber sieht doch gut aus hier. Na, ja, ist Nexus-Bindung. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. So. You came for demon soul? Well. Das hat wahrscheinlich nichts mehr so. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, du kannst doch dann nach einer Weile nicht mehr mit denen quatschen, wenn die alles gesagt haben. Komische Dings, Dings zu sie, wo du aufleveln kannst. I'm stuck when the scourge came. I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here, in the Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons, but I would be worthless in battle. At the very least, I would be happy to light. Okay, auf jeden Fall haben wir hier. Kürze. Best of luck to you. Große Truhe. Ja. Du bist natürlich der. You new here? You here for my services? But ends that's in trade with yours. Ja, okay. Können wir inner nichts machen? Nee. Wetzstein. Strapazierfee, Waffe rechte Hand. Anna. Wetzstein. Okay. Was soll ich sagen? Wetzstein anwerfen. Dolch, Kurzschwert, Streitaxt, Dreieckschild, ja. Alles was no interest, eh? Gut, da. I can tell you're not gonna last long here. Warte. Wissen Sie erst. Okay. jetzt will ich gar nicht mehr mit dir reden. Oh my. How has this happened? Has God abandoned us for failing to show proper respect to King Alant? Oh, Mbasa. Oh, Mbasa. Oh, Mbasa. Sag das nochmal. Oh, Mbasa. Tja, klebriges weißes Zeug. Hm, Mbasa. Was auch immer. Na, egal. So. Die wird hundertprozentig dann irgendwie zu Klerikersprüche oder sowas verkaufen. So sieht es zumindest aus. Alle Wände durchschlagen. Ich gucke nur, weil die gerade so auffällig da war, die Nachricht. Schwächling. Danke, klebriges weißes Zeug, Schwächling. Warum ist sowas da? Tja. Ne? Nö. Da geht's nicht durch. Und? Alter. Na ja, gut. Ich muss gerade, wo man. Hier ist Glocke. Papier, schwerer Schlag. Hm. Genau, hier so umstellen.
Und Viereck drücke ich jetzt nicht. Vorsicht vor Gift, weiter vorne. Okay, alles klar, danke. Ich glaube, ich sollte keine Nachrichten mehr lesen. Ja, nee, alle sind los. Gut, und was haben wir hier? Nein, ich lese keine Nachrichten mehr. Wo waren sie nochmal? Ich glaube, sie ist irgendwo. Naja, danke. Dass sie irgendwo ist, ist mir nee, die, klar. Nee, die verändert den. Sie ist irgendwo, ja, danke, Mann. Ihren Aufenthaltsort, glaube ich, immer ständig, glaube ich zumindest, keine Ahnung. Könnte sein. Warum ist da ein Blutfleck? Weil da schon jemand gestorben ist. Und warum ist der dann gestorben? Tja, weil er blöd ist. Weil er sich da runtergestürzt hat. Das ist jetzt hier oben noch gewesen. Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, das ist ewig her. Ja, deswegen, ja. Ich glaube, oben ist nichts, oder? Das sind nur wieder Nachrichten. Warum sind denn diese vielen Nachrichten? Und wieder klebrig ist, weil okay, eine Lesung. Ich mag die Community. Okay. Was, hier ist keine? Nein. Ja, also ich verbringe jetzt erstmal die erste Stunde damit, alle Wände abzuschicken. Nein, natürlich nicht. Ich suche die Dose zum Leveln und ich weiß nicht, wo sie ist. Ach ja, Rollen geht ja langsamer. Langsam. Kannst du nochmal ganz hoch gehen? Das ist eigentlich irgendwo rumlaufen. Leckloser Leiche. Irgendwo. Es geht ganz schön hoch. Ganz kurz, mich würde noch mal interessieren, wer gestorben ist. Nein. Hinunter. Hallo. Er ist runtergesprungen. Ah, jetzt mal eine ganz blöde Frage. War nicht irgendwas mit da runterspringen? Oder war das Dark Souls 1? Das hat Eddie sogar schon ausprobiert. Irgendwas war, ja, irgendwas habe ich mitbekommen. Ich glaube nicht. Eddie ist einfach nur runtergesprungen, weil wissen wir, ob irgendwas passiert ist, passiert nichts. Blut, Lache berühren. Ist der auch runtergesprungen? Ja, logisch. Volle Pulle. Ist das so die erste Amtshandlung, die man macht, einfach mal runterspringen? Ja, mal runterspringen. Einfach mal schauen, was passiert. Gut, also hier ist auf jeden Fall nichts. Sehe ich das richtig? Nö. Ja, schön, hier ist ein leerer Raum. Wo ist jetzt die? Irgendwo. Springen kann man übrigens nicht. Okay. Echt nicht? Ja. Er muss doch irgendwie springen können. Entweder ist dein Controller kaputt oder? Nee, das ist doch immer nach dem Rennen, dann musst du eine Taste drücken, dann springt der doch so ab. Ja, aber man kann ja auch nicht rennen. Natürlich doch mit Kreis. Ja, warte, dann ist es aber. Eben nicht. Das ist ja eben. Warte. Nein. Ich hab schon alles ausprobiert. Mit Kreis da nochmal drücken, beziehungsweise Analogstick runterdrücken. Ich weiß es nicht, ob man da springen kann oder nicht. Ich weiß es echt nicht. Ach, nein, du kannst nicht springen. Ja, okay, wo ist die jetzt? Ich will hier weiter. Ja, irgendwo. Ich hier jetzt seit Ewigkeiten rum. Hier oben sowieso nicht, du musst weiter runter wieder. Ich springe runter. Da bist du jetzt. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Aber sieht ja scheiße aus. Da ist wieder eine Nachricht, die ich diesmal nicht lesen werde. Geht's da runter? Ah ja, ins Runter. Okay, da also da geht's woanders hin. Woanders hin, aber dann. Was denn? Ja, oh, stand die doch rum, ey. Hier ist das Lager. Ja. Hier ist der Schmied. Da ist die Statue. Hinten ist. Come Shot Lady. Genau die. Und ja, da die ist da. Die. Ja. Tja, dann hast Gott, du. Mit ihr Quatsch, das weiß ich ganz genau noch. Ja, dann. Die Scheiße. Wir weiter ohne irgendwas. Ne, dann gehen wir halt erstmal zum ersten Keilstein, würde ich sagen. Oder wir gehen nochmal da hinten hin. Oder so. Ich weiß gar nicht, was da hinten war. Aber das sind ein Haufen Nachrichten, stimmt ja. Ja, oh nee. Okay, eine random auswählen. Die da. Oh, so sind das Tutorials. Das sind Tutorial-Tipps wahrscheinlich. Ja, okay, das ist Tutorial-Scheiße.
Ja. Schön, dass eine Wand. Warum baut man so? Das ist hier Tutorial. Tutorial für Anfänger, Programmierer. Einfach mal alles zuklappen mit irgendwelchen Tipps. Gut, dann gehen wir mal rein. Kalkstein, Nummer 1. So, mal gucken. Was? Ja, ich glaube, du musst den ersten, mit dem ersten fängst du an und dann entscheidest du eins nach dem anderen frei. Risky. Erstmal. Ich sehe nichts. Ist das der hier? Nee. Ach, KS. Da, wo der sitzt, das ist der. Ach, da unten ist. Ach, sorry, den hab ich gar nicht gesehen. Ich kotze es eher gerade an, dass ich die Tussi nicht finde. Also egal. So, und los. Sagen, danke. Ballast von Bulletaria. Viel Spaß. Danke. Ja. Ich weiß noch, ich habe den ersten Bus gelegt, aber das war's dann auch schon. Ach, du warst gar nicht weiter. Ach, ich hab keine Ahnung, was vorher. Ja, und Drache, du bist da. Komm mal, da gucken. Da das Bild weg ist, müssen wir halt mal da gucken, wie sie funktioniert. Ja, genau. Bist du jetzt nicht? Ja, der ist produktiver, der fährt die Drache vor, der hat nur einen. Stimmt. Ach, egal. Nein. Gut. Jetzt gibt's auf die Fresse. Und zwar als allererstes. Warte. Nein, das ist nicht. Der ist sogar auch was. Ja. Ein Item. Ein Item. Zunehmender Mondgras. Geile Übersetzung. Und das für eine Scheiße. Zunehmender halbjährlicher Vierteldreimond oder was? Das ist doch. Der halt dann um Pi. Ja, genau. So. Das ist, glaube ich, genau, damit kannst du zurück jetzt teleportieren. Quasi, jetzt. Drück mir erstmal X, damit der Scheiß nach dem ja. So. Guck mal. Jetzt leg mal los. So, das ist übrigens nur noch die Hälfte von deinem Leben. Ja, ich hab schon gesehen. Da stoff! Rechts von dir, Item. Alter. Schau bloß nicht, dass irgendeiner jetzt auf einmal über die Brücke rüberkommt. Ja, siehst du, genau das meine ich. Genau das meine ich. Ach, mein dich, siehst du. Item. Unbekannte Soldaten. Erstens ist es eine Soldatin. Ne, wir haben Soldaten. Achso, der. Ja? Ja? Das ist nur. Wow, verzeih mir das. Hey, aber da oben. Ich hab dich. Ja, ich hab euch doch schon gerochen. Geh mal. Da oben. Jetzt. Ja, genau! Ja, genau! Hört das alle. Geist, hilf mir, los. Geist, ich hab ihn gerufen. Der war gut. Erstmal fällt mir halt nur ein. Ja, ich bilde mir ein. Übrigens auch im Laufe der Zeit, wenn ich die Treppen rück das runter, dass ich. Warum nicht? Ja! Alles klar, okay, gut. Okay, das ist nichts mehr. Ja, weil er sich nicht traut, der Pisser. Komm her. Kommen mehrere übrigens, ich würde mich beeilen. Warum wechselt der automatisch den Fokus? Echt? Ja, der hat automatisch den Fokus gewechselt. Der ist unabhängig. Gut. Ich nehme das Alte mit. Ich nehme die Leiche mit. Ich nehme sie zum Level. Anfang zurück, hey, komm, um sie zu looten. Hallo, mein Freund, du bist mit.
Okay, ich hab mich okay. Ja, glaubst du, ich hab dich jetzt gerade nicht gesehen, oder was? Ja, hat sich gut versteckt. Oh, okay, das ist noch ein Geister da oben. Sonst ist hier nichts, oder? Nee. Gut, das Tor kriegen wir wahrscheinlich noch nicht auf. Hier oben. Das auch ja nicht. Vermutlich. Dann müssen wir oben machen. Aus Prinzip. Das ist sehr dunkel, das Spiel. Das ist sehr, sehr krass. Wuchtel vielleicht erst, wenn ich da bin. Helligkeit? Also, ich muss vielleicht mal auf Menü. Das Probenschütze. Jetzt müsste ich vielleicht mal Menü machen und die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. So eine Auto-Aim-Pfeile. Ja, ich hab schon gesehen, das Problem. Ich vertraue dir. Du darfst da übrigens nicht reinbringen. Ja! Das ist nur nicht ganz so easy. Das bringt dich wirklich um. Ich hab schon ausprobiert. Und die Beine weg. Brauche nicht mehr. So! Da ist dein Item. Item. Oh, halt Mongras. Wir haben das jetzt damit gerechnet, nicht mit. Heilung ist nicht so viel. Echt, da stirbt man? Ja, da stirbt man. Ich hab's schon ausprobiert. So. Oh, okay. Mach mal ein Menü auf. Sorry, Kistenrolle. Guck mal Stadt. Um Helligkeit zu erhöhen. Enter. Helligkeit. Ja, machen wir ein bisschen mehr. So, oder? Ja. So. So. Jetzt geht's los. Euch. Hallo, warum? Mein Ding. Ja, genau. Sie haben ganz schön viel Ausdauer, würde ich sagen. Ja, eben. Super. Ganz toll. Haben wir nur noch 18. Wie sollen wir das jetzt bis zum Boss schaffen mit 18 Sichelmondkreis? Ich denke immer, wenn es so dunkel in den Ecken ist, ich übersehe alles. Ist ja allgemein ziemlich dunkel. Okay, pass auf. Kommt da was? Und ganz schnell wieder raus. Kommt was hinterher. Und die ganze Zeit R3. Oh, das ist jemand wütend. Ha! Warum kann ich den kämpfen? Alter! Die Kamera, Mann. Ja, vor allem, ich hab... Jetzt geht's gerade zurück wieder. Ja, ich hab nur Schiss, dass in irgendeiner Ecke wieder einer schon. Ist. Und dann hast du Hätte Fahrradkette. Brandbombe! Brandbombe. Das ist kein gutes Zeichen, dass wir jetzt eins kriegen. Das kannst du bestimmt bei irgendeinem Boss wieder benutzen, um den schneller zu besiegen. Ja, eben, ich möchte sowas dann immer umgehen. Oh, hallo. Oh, jetzt kommen die schon mit den Schilden an. Egal. Ja, ich. Ja, das war's doof. Den passt doch. Sehr, sehr gut. Ein E4 aus, also ja, scheiß drauf. Oh nein. Jawoll. Okay. Rinder. In den Leben. War da gar nichts. Wow. Ja, man ist wahrscheinlich noch so von Dark Souls geimpft. Okay, da hinten leuchtet's, das heißt sofort hinrennen. Ja, um zu sterben. Ah, ich wusste es! Der hat übrigens Brandbomben. Also da würde ich schon eher schnell hingehen und ihn gleich töten. Da ist so ein Geist hinter dir. Alles gut. Okay, jetzt komm. Fall da runter! Weil du hast Brandbombe, so. Das heißt, du droppen auch Items, siehst du? Haben wir schon bereit. Ich trau mich auch nicht.
sehe. Wahrscheinlich hätte er dann von oben. Genau, und da hinten kommst du, glaube ich, nicht ran. Weil ich das. Oder doch? Irgendwo war was. Das. Nee, irgendwo waren. Oh! Schön. Langschwert. Kettenbrecher haben wir gerade bekommen. Der ist 70. Okay, 40. Zweite. Ja, also. Nee, ja, Kettenbrecher bekommen. Das ist nicht so geil. Das ist, glaube ich, auch. Das müssen wir sowieso mal schauen.